Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge haben wir gegen ein AT-ST gekämpft, haben ein AT-AT bemannt und sind auf Kashyyyk gelandet. Und ja, hier haben wir so ein paar Leute getroffen, die ja natürlich gegen das Imperium kämpfen. Und seine Typ Saw, den sollen wir folgen. Ich habe jetzt natürlich nicht aufgepasst, wo der hingelaufen ist. Ich nehme an, da unten oder dahin. Das sieht irgendwie wichtig aus. Also ja, gehen wir mal da runter, weiß nicht. Jetzt irgendwie, weil nicht Explosionen oder so sind passiert. Hier, von hier bin ich gekommen, ne? Ja, gehen wir mal hier an. Guck mal, ob ich hier vielleicht so eine Truhe und so noch finden. Stand da nur. Dieser finde ich ja direkt schon was. Diesmal habe ich auch von Anfang an dieses Heck-Dingen. Und macht Schub, also werde ich aber hoffentlich nicht so viele Sachen auf Anhieb verpassen, ne? Oh, es war also was drin. Sundari-Dorn. Ja. Oh, ein grüner. Ja. Gut. Ja. Schauen wir mal, was uns hier alles auf Kashyyyk erwartet. Da ist schon wieder eine Truhe. War da drin. Regenwald. Ja, komm, kleiden wir uns nach diesem Ort hier erstmal, ne? Kann er nicht schaden. Immer gerne eine neue Lichtschwertfarbe finden. Ich meine, grün ist natürlich die beste Farbe aller Zeiten, also haben wir schon mal das Problem aus dem Weg, aber bin ich rot, war von Anfang an schon zur Auswahl hatten, aber kann ja auch noch andere Farben hier geben, ne? Wie ist denn mit Lila oder Gelb? Da wie Knights of the Old Republic hier, Viridian. Etwas helleres Grün. So, ich habe unser Schiff übrigens mal hier angepasst an dem Ort, ne? Ich habe da schon so ein Naboo Fighter farbiges Ding gesehen. Ist gar nicht. Sind nur die Flügel. Also ja. Noch schlimmer als auf Sepho. Hast du Sepho gesagt? Ich habe hier mal gelebt, bevor das Imperium kam. Warst du mal da? Ja. Was ein Name. Schrecklich, was passiert ist. Wir konnten nicht zurückschlagen. Aber hier mit den Wookies haben wir eine Chance. Danke, dass du uns unterstützt. Oh, kein Problem. Die Macht hat mir auf Sepho was gezeigt. Erinnerungen eines gewissen Oster. Mein Partner. Er hat die Sturmtruppen abgelenkt und ich entkam mit unserer Tochter. Er war sehr impulsiv. Ist er? Ja. Ja. Ich fand seine Leiche. Ich wollte glauben, er sei entkommen. Tut mir leid. Nein, schon gut. Ich bin froh, dass ich weiß. Ja, es ist eine Hauptsache. Ich darf nicht noch mehr Welten vernichten. Na, da ist nichts. Man muss wahrscheinlich irgendwie. Zurück, BD1. Sieht irgendwie sehr komisch aus. So schlank wie du bist irgendwie. Hat er gerade gesagt, fall nicht zurück, BD1? Hat er was gefunden? Keine Ahnung. Bin nur eingebildet. Wenn bei dem Plan irgendwas schief geht, sind wir geliefert. Marie hat die nächsten Garnisonen eingetragen. Der Feind wird keine Zeit haben, Verstärkung zu schicken. Wir kriegen das hin, wenn wir schnell sind. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Der Mann hat meinen vollsten Respekt, aber das hier ist keine Rangelei im Wald. Hoffentlich schaffen wir es. Okay. Ich wollte nur zugucken. Oh, Snipergewehre. Waffenlager. Okay, danke. Flammenwerfer. Gott. Man weiß da, was gleich alles passiert. So. Ja, schon wieder so ein Kraftfeld. Oh, da ist irgendwie nichts. Gott. So müsste am anderen Ende des Grabens sein.
Okay. Ja, der ist natürlich hier drüber geklettert, ne, mit seiner dicken Rüstung. Wahrscheinlich. Da ist ein Upgrade. Da drüben. Vielleicht liegt da was. Ein Upgrade. Nein. Irgendwann muss ich bestimmt einen besseren Sprung oder so kriegen oder irgendwas. Upgrade beschaffen. Wie viel Strom kannst du leiten? Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurz schließen. Hatte ich das nicht schon? Überladen. Jetzt Maschinen ein- und ausschalten. Okay. Wollte schon sagen, aber du. Ist natürlich wieder klar. Oh Gott. Oh Gott. Oh, und ich werde natürlich wieder beinahe gewonshottet. Nein. Nein. In die Fresse. So. Und natürlich wieder mitten aus dem Nichts, Mann. Weihschock. Ein anderer Beute abgelenkt wird. Ja. Dann war leider nicht der Fall. So, ich wusste jetzt nicht, ob ich hier irgendwas kurz schließen konnte oder so, aber. Versuchen wir es. Weil da stand irgendwie was. Vielleicht war irgendwie so im Kampf was, aber. Okay. Komme ich irgendwie, warte mal, kann ich nicht einfach da hochklettern? So, da komme ich aber dann runter. Ja, kannst du die Dinger überladen? Da. Der, von der Seite kann ich die überladen. Ja, lass mich noch mal hier gucken. Okay, ich dachte irgendwie, in deine Rüstung wäre irgendwie voll aufgeblasen. So von innen. Boah. Was kannst du machen, BD? Kannst du noch mal da dran gehen, bitte? BD1? Wollte nur mal hören. Wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, ne? Nee. Man muss ja mal gucken, ne, bevor ich hier ganz weggehe. Vielleicht übersehe ich aber wieder ja was voll Offensichtliches. Hey. Ich brauche hier etwas Hilfe. Ich kann mich irgendwie sowieso nicht darunter schwingen, also. Wie soll man denn da hinkommen? Keine Ahnung. Ja, zurück erstmal. Nö. Ich möchte nicht gerade kaputt gehauen. So, ich möchte mal kurz was testen. Kann ich überhaupt hier zurück? Was? Boah, was ist das denn schon wieder? Hey, du da oben. Na? Ja, da kann man ganz runterfallen. Das Ding hier braucht Strom.
Gott. Na? So. BD1 hätte mir eigentlich nicht folgen können von da aus, aber okay. Ah, oh, ehrlich? Oh, die explodieren doch, pass auf. Wo ist das? Was haben wir denn da? Hast du was? Aber da ist irgendwie nichts. Okay. Tust du auch immer hier diesen ganzen Weg machen? Da stelle ich mir immer in so, weiß nicht, in so Spielen vor, weiß nicht. Wenn irgendwie so Jump and Run Passagen sind in so ganz normalen Orten. Müssen die auch jedes Mal das machen? Was will das Imperium denn mit Baumharz? Nichts Gutes. Wir stellen daraus eine starke Substanz her. Den allerbesten Wein erstellen. Was? Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Hey, ist das nicht von der Demo irgendwie? Dieses einzige andere Video, das ich noch gesehen habe, so. Im Spiel, bevor ich dann angefangen habe zu spielen. Ja, was war so Inhalt der Demo, ne? Kommt mir nämlich bekannt vor, ja. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, was genau da ist passiert ist, aber ich glaube, das war hier, ne? Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Ja, ich glaube, das war definitiv hier. Ja, eine Karte habe ich auch noch. Vielleicht mal checken. Da ist zum Beispiel was kaputt machbares. Von hier kam ich, ne? Nee. Doch. Ach so, ich kam von da. Okay, alles klar. Ah, ich wusste es. Alles okay, BD1? Falscher Knopf. Wollte schon sagen, das hier kam mir nämlich nicht bekannt vor mit dem Typen. Ein Toter. Das war Thor. Er ist gnadenloser, als ich dachte. Hätte auch jeder sein können. Aber gut, das gehört, erinnert mich daran, dass ich mich nicht mit ihm anlege. Ich meine, es war schön und gut, dass wir alles Mögliche hier so finden an Informationen, aber das ist jetzt nicht so was jetzt so interessant finde, dass man daraus irgendwie eine Dings machen sollte. Keine Ahnung. Oh, perfekt. Das heißt, mal meditieren und Fähigkeitspunkte ausgeben. Ne? So. Oh, ist das Ding irgendwie größer geworden? Da hinten sehe ich irgendwie Planeten. Komme ich irgendwann zu ihnen hin? Ja, was haben wir denn hier noch? Was kann ich mir überhaupt noch holen? 2 Fertigkeitspunkte. Kann ich mir den kann ich mir gar nicht holen. So, ich kann mir das holen und das. Was aber automatisch aber ein Sprint oder seinen Wandlauffähigkeit nutzt, das kann ja auch nicht schlecht sein, ne? Wo du einen Angriff hast, nachdem Kerl sein Lichtschwert geschwungen hat, kann er einen Spezialangriff mit größerer Reichweite. Ja, dann nehme ich lieber das hier. Weil ich will ja überleben. Ich glaube zwar nicht, dass ich so irre sein werde, irgendwie zu sprinten, während Leute auf mich ballern, da tue ich die lieber zurückballern, aber. Wer weiß, vielleicht kommen ja irgendwann so Momente, in dem ich irgendwie an der Wand auf und dann kommen irgendwie so Leute aus dem Nichts, die auf mich ballern. Und dann werde ich wahrscheinlich froh sein, irgendwie, dass sich das automatisch erledigt. Buff.
Hi, na? Da drüben, einer der Cutter läuft. Ist das vielleicht eine Übung? Möglich. Sollen wir es melden? Das wäre gegen das Protokoll. Wenn es Probleme gibt, muss Ihr Trupp das melden. Stimmt. Halten wir uns an die Regeln. Jawohl. Hallo. Da oben. Er muss irgendwie voll bedrohlich sein, wenn du... Wenn er irgendwie, weiß ich nicht, du deine Arbeit machst, dann kommt auf einmal so ein Typ mit einem Lichtschwert, ey. Boom. Da kommt einfach so mitten aus nicht so ein Jedi so angelaufen, so Hallöchen. Stell dich mal vor, ich hätte ein rotes Lichtschwert oder so. Hey. Mehr Ästhetik, das ging schnell. Oh. Irgendwas Brauchbares? Leidenschaft und Stärke. Aber wie wir alle wissen, tut Leidenschaft ja Macht erzeugen oder bringen. Leidenschaft. Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Macht, glaube ich. So. Okay, Krieger, lesen das zurück. Im Kampf gegen das Imperium verstecken sie sich hier. Wollen wir mal gucken. Ein Helm eines Wookies. Wir haben noch nie einen Wookie mit einem Helm gesehen. Bei den Knights, Knights of the Old Republic irgendwie, weiß nicht, ein Wookie-Kollegen Klamotten ausgerüstet hast. Hat man die zum Beispiel nicht gesehen am Kopf, glaube ich. Ach, ich sollte wahrscheinlich von hier aus so oder diese Typen alle anspringen, ne? Nee. Und dann kann ich vielleicht da oben hin. Nö. Okay. Mach auf. Gott. Ich habe voll einen Schreck bekommen, du. Oh, hi, na. Aufpassen. Warum geht der noch auf mich los? Ich kann doch voll netter eigentlich sein. Auf den Aua. Ich war gerade in meiner... Dingens hier, mein Abschlussangriff. So. Komm her. Komm her. Komm her. Oh, da kam jemand aus dem Nichts. Boom. Okay, langsam kriege ich damit den Kämpfen raus. Habe ich so ein Gefühl. Ist nicht mehr so schwer wie am Anfang. Was ist hier los? Oh, okay. Kann ich hier nicht rein? Also ich kann da nicht rein. Okay. Gut. So, ich will mal kurz sehen, was diese 2-Punkte-Fähigkeit ist. Jetzt so verlangsamen kann Kill, also ja. Im Umfeld. Ja, klingt doch nicht schlecht. Da und nun warum ist hier ein an die Dinger muss ich jetzt lang Hallo? Hier? 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 Warum kann ich hier hin, wenn... Ja. Ich will wieder irgendwann übersehen. Was?
Will ich jetzt hier auf den Arm nehmen oder was? Oh. Ist da irgendwie eine Tür oder so? Ist halt nur einfach da, um irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Sollten wir das überprüfen? Ein Eindringling! Vermerkt! Oh Gott! Das hab ich doch nicht gesehen! Mach ihn fertig! Er sieht geschwächt aus! Ich doch nicht! Nein, lass mich den. Ich will den anderen angreifen. Ich kann nicht an ihm dranbleiben. Verfolgung aufgenommen. Ich krieg das hin. So. So, alle meine Dings wieder weg. Ausgezeichnet. Und ich muss zu ihr hin. Ja. Ist klar. Ja, ich habe natürlich wieder keine Heilung und so, ne? Ah ja. Ja. Okay, ich wollte schon sagen, man hat den seine AP. So, blöd ist, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, ne? Dann muss ich spawnen ja die einen Typen schon wieder, dann muss ich schon wieder gegen die kämpfen, glaube ich. So. Hm. Ach da, boah. Also gehen wir mal direkt weiter, ne? So, habe ich den verlangsamt und diesen Dreieckangriff eingesetzt. Haben wir jetzt gebracht. So, ich hätte gerne so ein Meditationsding wieder, ne? Oh, ich bin sowas von tot. Ja, wie soll ich denn das schaffen? Versperrt. Was mal hier lang. Gefunden, BD1. Hier ist noch was. Achso, kannst du dich vor mir verstecken, ne? Stygian Prime. Warum nicht? Ich wollte eigentlich auf den da drin angehen. Oh Gott, der bringt mich jetzt um. Okay. Weiß nicht, wie ich bisher schaffe zu überleben die ganze Zeit. Vor allem, wenn man sich irgendwie ansieht, wie der Rest des Spiels abgelaufen ist bisher, aber gut. Okay, da oben sehe ich. Ich dachte, ich hatte gerade kurz irgendwie so Käfer gesehen, aber ich war noch paranoid. Ja, BD1, mach mal. Willst du dich wirklich in das Ding einklicken? Okay. Eine Abkürzung? Deshalb wolltest du es verschieben. Davon wusstest du gar nichts, richtig? Du wolltest nur den Cutter einschalten. Boah. Okay. So. Gut, gehen wir da hoch. So, oh, perfekt. Da wurde nämlich langsam ein bisschen knapp hier. Gut.
Na, holen wir uns die eine Fähigkeit auch noch direkt hier, was auch immer ist. Ja, diese ja. Boom. Ach ja, der habe ich mir schon angeguckt. Ja. Das ist wieder so eine Fähigkeit, die werde ich wahrscheinlich mit einem Kampf irgendwie nicht so gebacken kriegen. Aber mal schauen. Ja, ihr klappt euch mal da unten. Wenn ich hier oben lang gehe, würde ich sagen. Soll das noch nicht anmachen. So. Ist auf mich geschossen. Nein, okay. Das sieht kaputt machbar aus. Oh Gott. Okay, ich dachte, er wäre was, wenn er da wäre. So, gegen was will ich denn eher kämpfen? Gegen die Sturmtruppler oder die Insekten? Ich würde ja schon eher sagen, die... Ja, du schießt ja mal kaputt, bitte. Das wäre sehr nett. Ich hoffe, der kriegt den dadurch kaputt. Bestimmt so geskriptet, dass ich da irgendwie... Jawohl! Finde ich gut, wenn ein Plan aufgeht. Was er hat, alle hat überleben, dann kommt ein so ein Jedi und haut einfach dein Blaster Geschütz hier, dein Blaster Schuss wieder zurück. Ach, das ist, schon sagen, wo gehst denn du schon wieder hin, Mann? Ah. Vielleicht kann Grease damit was kochen. Kochen? Was? Hey. Ist so ein Kochen da? Neues Lichtschwertmaterial. Oder war auch noch was zum Reinklettern, zum Reinzwängen, sag ich mal. Ich sehe diese Dinger nie. So. Haben wir schon gefragt, warum ist hier so eine Ecke? Bin ich aber gut, wir haben viel erreicht schon in diesem Part. Und da ist ein Machtgrad. Und okay, ich dachte erst, wir wären auf der in dieser einen Plattform gelandet. Okay, ich wollte schon sagen, ich dachte, die Explosion wäre hier. Es war also was drin. Kommando. Ja, warum nicht? So, wo bin ich hier gerade? War ich schon mal hier? Nee, ne? Da kann man sich auch noch durchzwängen. Oh Gott. Ja. Der macht mich fertig. Oh, viel zu verzögert. Also mit dem viel zu verzögert. Okay, ich habe ehrlich gesagt auf Tod gewartet, damit ich wieder da lande. Also ja, zum Glück habe ich gerade einen Fertigkeitspunkt und so ausgegeben. Habe ich schon gedacht, dass ich wieder in nächster Zeit wieder verrecke. Es ist zu gut gelaufen. Okay, wissen wir schon mal, dass wir da nicht hingehen müssen. Diese Boss-Viecher würde ich mir, glaube ich, noch so ein bisschen aufsparen, weil die doch ein bisschen zu extrem sind. Und ja, würde ich sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge erkunden wir weiter Kashyyyk. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne sage ich Dankeschön und Tschüss.